Hey Leute, ich bin Sven und heute stelle ich euch mal eine animierte kleine Achterbahn in Minecraft vor. Vielleicht können sich die meisten noch nichts darunter vorstellen, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist wirklich ziemlich cool. Das funktioniert natürlich mit einem Command und den aktivieren wir gleich mal. Einen Command-Block bekommt man ganz einfach durch /gif@p-command-block. Und auch wenn das Video wieder so ein bisschen kürzer ist, ist ja das zweite Video, was immer um 19 Uhr mittlerweile kommt. Das erste Video kommt immer um 9 Uhr morgens, das ist Titan. Und auch nochmal ein echt großes Dankeschön, dass immer beide Videos so gut ankommen. Freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an und zwar brauchen wir dazu diesmal zwei Command-Blocks und zwar placen wir den einen hier unten, weil es einfach mit zwei Commands funktioniert, leider nicht mit einem, was aber auch nicht so schlimm ist und wir klicken nicht wie bei den meisten Commands immer von benötigt Redstone auf Always Active, lassen wir diesmal, sondern geben einfach Fertig ein, klicken auf Fertig und darüber müssen wir noch einen zweiten Command-Block placen und einen zweiten Command einfügen und davon befinden sich natürlich beide in der Videobeschreibung, das heißt den ersten Command unten einfügen und den zweiten oben und das machen wir auch gleich mal, dann auch das so lassen, benötigt Redstone, Fertig und dann unten von benötigt Redstone auf immer aktiv, das aber erst danach machen, nachdem man den zweiten eingefügt hat. Dann auf Fertig. Jetzt erstellt sich eine Maschine. Das kann ein bisschen gehen, vielleicht ein bisschen länger als sonst bei einem anderen Command, weil einfach beides, beziehungsweise weil zwei Commands hinzugefügt werden. Aber da ist die Maschine auch schon fertig, geht trotzdem relativ schnell. Und wir haben jetzt hier die Item-Rezepte. Können wir auch mal gleich auf die Info klicken. Dann können wir diese Maschine deaktivieren. Das funktioniert dann logischerweise nicht mehr. Und die Maschine wieder aktivieren. Das sieht man hier an dem wunderschönen Glas. Und dann haben wir hier die Rezepte. Wir können uns jetzt mal eine Schiene holen, eine Rail und drei Diamonds. Das geht ganz einfach. Komm, holen wir uns hier mal die Schiene und dann natürlich noch hier beziehungsweise die Diamanten, dann noch eine Schiene und diese müssen wir einfach hier nur auf den Boden droppen, wie bei den meisten Commands und wir haben hier Micro Theme Park Roller Coaster und es sieht wirklich genial aus, ich place den einfach mal, ist eigentlich egal wohin, es geht überall und es ist auch wie ähnlich bei den Häusern natürlich wieder mega klein und diesmal aber auch animiert und so, ich würde sagen, komm, wo ist eine schöne Fläche, das machen wir doch da vorne mal bei dem Sand und dann können wir uns das Ganze mal anschauen und ja, jetzt sieht man hier die Achterbahn, es sieht wirklich ultra geil aus, wie das animiert ist, wie hier so zwei Achterbahnen fahren und auch die Stützen hier aus, wie man sehen kann, Lohnstäben gemacht, auch echt geil gemacht und das war es so eigentlich schon so zum Großteil zu diesem Command, also es ist echt nicht mehr, wenn wir jetzt mal hinlaufen, ich habe ja auch echt schon oft kleine Häuser vorgestellt und wenn man dann dahin läuft, dann kommt man in ein anderes großes Haus, das ist hier leider nicht so, das wäre auch noch geil, vielleicht kommt es ja auch demnächst noch, dass wenn man hier eine kleine Achterbahn hat, die animiert ist, alles drum und dran, dass wenn man einfach da reinläuft, dass man zum Beispiel dann noch in eine große Achterbahn kommt, die man selber fahren kann, diese kann man leider nicht selber fahren, aber es ist wirklich genial gemacht und ich weiß nicht, was es ist. Wir können hier mal mit Optifine ranzoomen. Ich glaube, das sind einfach nur so Steine, also es sind auf jeden Fall Steintexturen, die sich die ganze Zeit dann hier so bewegen. Auch geil gemacht, wie gesagt, mit den Lohnstäben, so als Stützen und die Schienen hier, wenn man auch mal genau drauf achtet, die sind natürlich nicht perfekt aneinander, aber ich glaube, besser kann man es auch wirklich nicht machen und wir können uns das ganz kurz mal im Game Mode 3 anschauen. Da sieht man, das wurde hier mit extrem viel Rüstungsständern gemacht, also wirklich so heftig viele und das, da kann man schon gar nicht mehr durchblicken, so viele das sind und ja, das wurde eben durch die Rüstungsständer gemacht, hier die komplette Achterbahn beziehungsweise hier natürlich die Stützen und dann die Schienen und hier unten drunter sieht man auch nochmal ein paar und ja, das Animierte ist nochmal was anderes, aber so gut kenne ich mich da auch noch nicht aus, wir gehen mal wieder in den Game Mode 1 zurück und was ist eigentlich jetzt, wenn wir, das würde mich auch mal interessieren, den Block zerstören und ich glaube, what, dann fliegt die Achterbahn, können wir gleich mal machen oder auch nicht und was, Alter, okay, das hat gerade ziemlich gebuggt, das geht nicht, aber wir können natürlich so oft die Achterbahn an x-beliebigen Orten hinplacen, wie wir möchten, einfach mal hier hinplacen, hier hin und es sieht doch dann echt geil aus, so wie die ganzen animierten Achterbahnen sich hier bewegen, fahren und wenn wir das nebeneinander machen, das geht dann glaube ich leider nicht mehr, doch, das geht sogar auch, Alter, das sieht ziemlich geil aus und das machen wir einfach mal hier hin, aber ineinander können wir das nicht placen, nee, das geht nicht, aber die Achterbahn ist auf jeden Fall nicht verbuggt, nee, die fährt normal weiter. Oder fährt die normal weiter? Ich glaube schon. Ja, das sieht echt ziemlich crazy aus, wenn man hier tausende Achterbahnen hinmacht. Aber ich denke, sowas hat man auch noch nicht in Minecraft gesehen. Ihr könnt euch gerne mal diesen Command kopieren. Befindet sich unten in der Videobeschreibung in der Version 1.9 und 1.10. Und ja, das war's so zu diesem Command. Und es laggt, glaube ich. Drehen sich jetzt mittlerweile ganz langsam. Ich glaube, man sollte es da echt nicht allzu übertreiben. Aber das war's so zu diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und falls ihr auch noch kein Abonnent seid, könnt ihr gerne mal diesen Kanal hier abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!